Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! In einer Woche ist Weihnachten, und da könnte man schon fragen, was verbindet Weihnachten und das Thema unserer heutigen Debatte zur Forschung und Innovation? Nun, beides lebt von der Neugier. Denn was wäre Weihnachten ohne die kindliche Neugier? Und was wäre Forschung ohne Neugier? Forschung aus Neugier ist am produktivsten, heißt es. Ohne Neugier keine Entdeckung Amerikas, kein wahr gewordener Menschheitstraum vom Fliegen und kein Mann auf dem Mond. Neugier ist der Anfang von allem, stellte schon Platon fest. Und Albert Einstein sagte, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss auch die Politik alles dafür tun, Neugier zu fördern und zu beflügeln. Begonnen in der Kita und der Schule und später dann an unseren Hochschulen und bei der Setzung von Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation. Und wodurch wird Neugier gespeist? Durch drei Faktoren. Neues, Komplexität und Überraschung. Wir müssen also Neuartiges zulassen, indem wir zum Beispiel die Grundlagenforschung stark machen und Technologieoffenheit fördern. Wir müssen Komplexität schaffen und ordnen, beispielsweise durch fächerübergreifendes Lernen, Clusterbildung und Forschungsverbünde. Und wir müssen Überraschungen im Lern- und Forschungsprozess als Chance betrachten. Man könnte auch von disruptiver Innovation sprechen. In der Hoffnung, Sie etwas neugierig gemacht zu haben, komme ich nun zum Kern dieser Debatte, zur Frage, was die Politik getan hat und was sie tun kann. Klar ist, dass wir noch mehr als bisher für unsere Innovationsfähigkeit, Forschungsförderung und Wettbewerbsfähigkeit tun müssen. Zwar sieht es so schlecht in Deutschland natürlich nicht aus. Wir haben als Koalition viel getan. Das bestätigt auch das EFI-Gutachten, über das wir heute hier diskutieren. Zur Primetime, so wie es sich gehört für dieses wichtige Thema. Das Gutachten liest sich in seiner Bewertung der deutschen Forschungs- und Innovationslandschaft fast wie eine vorweihnachtliche Bescherung. Zu verdanken aber nicht dem Weihnachtsmann, sondern vor allem dem BMBF und uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Bundestag als Haushaltsgesetzgeber. Allein im zu Ende gehenden Jahr hat die Politik folgende zentralen Weichenstellungen vorgenommen, die auch im Gutachten ausdrücklich gelobt werden. Erstens die Aufhebung des Kooperationsverbots im Hochschulbereich. Zweitens die Übernahme der Finanzierung des BAföG durch den Bund. Drittens die Weiterführung des Hochschulpaktes und der DFG-Programmpauschale. Und viertens die Fortführung des Paktes für Forschung und Innovation. Allein die drei zuletzt genannten Bund-Länder-Programme, meine Damen und Herren, umfassen bis 2020 ein zusätzliches Finanzvolumen von sage und schreibe 25,3 Milliarden Euro. Weiterhin begrüßen die Experten im EFI-Gutachten die Aufsetzung der neuen Hightech-Strategie und die Einführung der digitalen Agenda. Im Haushalt setzen wir zudem eine klare Priorität für Bildung und Forschung. Der Aufwuchs in 2016 beträgt 7% oder 1,1 Milliarden Euro. Damit beläuft sich der Etat dann auf 16,4 Milliarden Euro. Sie wissen, eine Verdopplung in den letzten 10 Jahren. Doch wie wirken sich unsere Bemühungen auf die Innovationsindikatoren aus? Die Forschungs- und Entwicklungsintensität in Deutschland, also das Verhältnis von F&E-Ausgaben zum Bruttoinlandsprodukt, lag 2013 bei 2,85% und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt von 2,02%. Möchte Deutschland allerdings langfristig zu den führenden Innovationsnationen aufschließen, müssen wir für das Jahr 2020 etwa 3,5% des BIP für Forschung und Entwicklung anpeilen. Fakt ist, meine Damen und Herren, wir müssen hart daran arbeiten, nicht den Anschluss zu den Innovationssupermächten Israel, USA und Südkorea zu verlieren. Und dabei ist das Potenzial in unserem Land vorhanden. Ein Beispiel: Nur in Japan und den USA werden mehr Patente angemeldet als hier. Aber wir müssen dieses Potenzial auch nutzen. Hans-Jörg Bullinger, der ehemalige Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, hat einmal treffend gesagt, Erfinden allein nützt nichts. Wir haben in Deutschland viel erfunden, aber nichts daraus gemacht. Und der MP3-Player ist ja nur eines von vielen Beispielen dafür. Zwar verdient Fraunhofer heute gut an den Lizenzen, Produktion und Wertschöpfung finden jedoch anderswo statt. Was also sollen und was können wir tun, meine Damen und Herren? Die EFI-Gutachter haben die zentralen Herausforderungen benannt. Beispiel Wagniskapital. Wagniskapital ist eine wichtige Finanzierungsquelle für junge, innovative Unternehmen, insbesondere wenn die Start-up-Phase vorbei ist und es darum geht zu wachsen, also die sogenannte Seed-Finanzierung bis hin zum Prototyp. Und natürlich ist es nicht damit getan, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu ändern und auf einmal wird aus einem kleinen Berliner Start-up Facebook oder Google. Aber um in eine Größenordnung zu geben, die 5 mit Wagniskapital finanzierten IT-Unternehmen Amazon, Facebook, Google, Apple und Microsoft haben zusammen eine größere Marktkapitalisierung als alle 30 DAX-Unternehmen zusammen. Und während bei uns rund 0,02% des BIP als Wagniskapital zur Verfügung stehen,
ist es in den USA mit 0,17% fast das Zehnfache und in Israel sogar fast das 20-fache unseres Wertes. Und das heißt, meine Damen und Herren, wir vergeben wichtige Wachstums- und Produktivitätspotenziale. Und die diversen Maßnahmen der Bundesregierung, neue Potenziale zu heben, sind daher aus meiner Sicht ausdrücklich zu begrüßen. Beispielsweise die Steuerfreistellung des Investzuschusses für Wagniskapital oder die Verbesserung der Exist-Förderung für Gründerteams aus Hochschulen. Und ähnlich erfolgreiche Instrumente wie das Exist-Programm sollten wir übrigens auch für Existenzgründer aus der Wirtschaft entwickeln. Ausdrücklich begrüßen will ich auch das aktuelle Vorhaben der Bundesregierung über den Europäischen Investitionsfonds, einen Fonds für die Wachstumsfinanzierung deutscher Start-ups in Höhe von 500 Millionen Euro aufzulegen. Dieser Fonds soll nächste Woche endgültig beschlossen werden. Weitere denkbare Instrumente sind die Möglichkeit, Verluste bei gescheiterten Investitionen steuerlich abzuschreiben, Mezzanine-Finanzierungen über Geschäftsanteile auszuweiten oder die Erleichterung der Start-up-Finanzierung über Versicherungen und Pensionsfonds. Und auch die Berücksichtigung von Start-up-Firmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe könnte das Gründen attraktiver machen und den Anfang erleichtern. Dazu müssen wir aber unser striktes Vergaberecht angehen. Das sind übrigens alles Punkte, die ich gestern bei einem Besuch im sehr beeindruckenden Charlottenburger Innovation Center hier am Ernst-Reuter-Platz mit Start-up-Unternehmen diskutiert habe. Eines will ich aber auch deutlich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Weg hier in Deutschland kann nicht eine Kopie des Silicon Valley sein. Dort geht es den vielen Risikokapitalgebern in einer riesigen Investorenlandschaft vor allem darum, Start-ups zu fördern, die nach möglichst kurzer Zeit Gewinn machen und dann verkauft werden können. Unsere Stärke in Deutschland ist der innovative Mittelstand, der Start-ups als langfristige Partner im B2B-Bereich sieht und nicht auf einen schnellen Verkauf der Start-up-Unternehmen aus ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist unsere wichtigste und vornehmste Aufgabe auch in der Politik, diese Partner zusammenzubringen, um Start-up-Center, Hubs und Acceleratoren zu unterstützen. Und noch eines, wir sollten uns bei der Start-up-Förderung auf regionale Stärken fokussieren. Es macht keinen Sinn, an jedem Ort in Deutschland jedes Start-up-Thema zu finanzieren. Was ist noch zu tun? Der im Rahmen der digitalen Agenda geplante Ausbau der digitalen Infrastruktur wird für Wirtschaft und Forschung dringend benötigt, Stichwort Big Data. Und deshalb muss die flächendeckende Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 50 Megabit realisiert und zeitnah sichergestellt werden. Und ich hoffe, dass wir hier zeitnah ein ganzes Stück vorankommen. Und dabei sollte vor allem die Digitalisierung der Leitindustrien im Vordergrund stehen. Dann hatte ich ganz zu Beginn von der Technologieoffenheit gesprochen. Erinnern Sie sich an die folgenden Worte. Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin. Ich meine sogar, die mentale und intellektuelle Verfassung des Standorts Deutschland ist heute schon wichtiger als der Rang des Finanzstandorts oder die Höhe der Lebennebenkosten. Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal. Und das sind nicht meine Worte, meine Damen und Herren, es ist ein Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog aus seiner berühmten Ruckrede 1997. Und genau dies trifft einen besonderen Punkt. Wie können wir mehr Mut zum Risiko, Mut zur Veränderung, Mut zum neuen Ausprobieren fördern? Wie können wir noch mehr Begeisterung für Forschung auslösen? Und warum wird Forschung nicht öfters im Fernsehen debattiert? Dass Forschung heute hier um 9 Uhr als Top 1 debattiert wird, ist vor diesem Hintergrund außerordentlich zu begrüßen. Und ich werde es mal als ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk der Fraktionsführung an uns Forschungspolitiker. Aber ein solches Geschenk würde ich mir noch öfter wünschen. Herr Kollege Kaufmann, über die Tagesordnung entscheidet erst der Ältestenrat und das Plenum. Insofern sind Dank und Adressen an die Fraktionsführung zwar immer zulässig, aber ein bisschen übertrieben. Ein solches Geschenk auch des Präsidiums würde ich mir natürlich noch öfters wünschen. Denn die Forschung, und das wiederhole ich gerne, ist zentral für unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit natürlich auch für unseren künftigen Wohlstand. Und das müssen wir auch in der politischen und medialen Kommunikation noch deutlicher machen. Auch die Exzellenzinitiative ist für mich ein ganz wichtiger Baustein für den Innovationsstandort Deutschland. Nur mit internationaler Ausstrahlungskraft werden wir dauerhaft erfolgreich die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Welt anlocken können. Neben einer soliden Grundfinanzierung unserer Hochschulen gehört für mich dazu insbesondere die internationale Strahlkraft unseres Standorts. Wir brauchen Aushängeschilder. Und lassen Sie mich das noch sagen, internationale Sichtbarkeit bekommen wir nicht, wenn wir 300 Fächer oder Cluster mit Bundesgeldern fördern, und auch nicht, wenn wir 98 ganze Universitäten mit je 500.000 Euro fördern. Exzellenz bedeutet in der Spitzengruppe 4 bis 5 Standorte, die von Weltrang sind und damit sozusagen Leuchttürme der deutschen Forschungs- und Wissenschaftslandschaft.
Als Fazit möchte ich drei zentrale Maßnahmen vorschlagen. Erstens, bessere Rahmenbedingungen für Wagniskapital, für Forschungsförderung, für exzellente Universitäten und vor allem schnellere Entscheidungen, um ein günstiges Umfeld für Innovationen zu schaffen. Wir müssen schneller werden. Das ist auch das zentrale Ergebnis eines CDU-Fraktionskongresses zur Innovation vorletzten Monat. Zweitens, ein Bekenntnis zum Innovationsstandort. Technikbegeisterung fängt in der Politik an. Deshalb Top 1 für Forschung. So kann es weitergehen. Und drittens, mehr Geld angesichts von 4% F&E-Investitionen in Südkorea und sogar über 5% in Baden-Württemberg sollten wir der EFI-Kommission folgen und 3,5% das F&E-Ziel anpeilen. Auf meiner Wunschliste für einen nächsten Koalitionsvertrag steht es auf jeden Fall. Das wäre etwas für die internationale Strahlkraft des Hightech- und Innovationssuperstandortes Deutschland. 3,5% für BIP, für Forschung und Innovation. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gesegnete Weihnachtszeit und weiterhin viel Neugier. Danke. Stefan Kaufmann hat nicht nur seine Redezeit ein klein wenig ausgereizt, sondern auch die Debatte eröffnet hier im Deutschen Bundestag über die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands. Es liegt zugrunde ein Gutachten einer Expertenkommission von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu Forschung, Innovation und eben dieser technologischen Leistungsfähigkeit in Deutschland. Darin heißt es unter anderem, bis 2020 muss Deutschland 3,5% seines Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgeben. Nur so sei es möglich, langfristig aufzuschließen zu den führenden Innovationsnationen der Welt. Der nächste Redner kommt aus der Linksfraktion und ist deren Sprecher für Forschungs- und Technologiepolitik, Ralf Lenkert. Um sich eine Meinung über das Expertengutachten zu bilden, das traf nämlich bereits im Februar ein. Im Ausschuss wurde es am 25. Februar diesen Jahres vorgestellt und nach schon 10 Monaten debattieren wir hier im Bundestag. Im Schneckentempo ging es vorwärts und plötzlich, holterdiepolter, zur besten Plenardebattenzeit setzen Sie dieses Thema kurz vor Weihnachten auf. Warum wohl? Seit Jahren steht das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der Kritik. 80% der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten mit befristeten Verträgen. Die Hälfte der Verträge sind kürzer als ein Jahr. Und das Wichtigste für Forschung und Innovation sind unsere Nachwuchswissenschaftler. Geringe Verdienste in Teilzeit, unsichere Zukunftsaussichten wegen dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetzes machten aus dem Traumjob Wissenschaft einen Albtraum. Im Frühjahr zur GEW-Konferenz versprachen alle im Bundestag vertretenen Parteien, dieses Gesetz zu verbessern. Betroffene GEW, Verdi und Die Linke forderten 3 Jahre Mindestvertragslaufzeit für Doktoranden, 2 Jahre Mindestlaufzeit für sonstige Befristung, mehr Familienfreundlichkeit und vor allem garantierte Arbeitszeitanteile für die Qualifikation. Die Forderungen sind gut und richtig. Hunderttausende Betroffene warten sehnsüchtig auf die Korrektur des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. SPD und Union versprachen Besserung. Versprochen, gebrochen. Heute Abend gegen 20 Uhr werden Sie in 25 Minuten Ihre peinlichen Änderungen durchpeitschen, die im besten Fall den Missbrauch erschweren. Sie sind zu feige, in echter Debatte sich unseren Argumenten und Ihrem Versagen beim Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu dieser Zeit zu stellen. Deshalb haben Sie den Tagesordnungspunkt zum Expertengutachten aufgesetzt. Wie erbärmlich. Nun zum Bericht der Bundesregierung. Forschung und Innovation sind wichtig, unbestritten. Das Expertengutachten beschreibt Erfolge und Defizite. Letzteres fehlt rein zufällig im Bericht der Bundesregierung. Der Anteil der Forschungsausgaben am Umsatz kleiner und mittlerer Unternehmen sinkt seit Jahren. Wenn wir über Mittelstand reden, reden Sie, dass das das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Aber an dieser Stelle haben Sie versagt. Das muss sich wieder ändern. Deswegen muss das Forschungsprogramm Innovation Mittelstand deutlich mehr Geld erhalten. Deshalb müssen die Forschungskooperationen gerade mit Fachhochschulen deutlich ausgebaut werden und nicht, so wie Sie, sich nur auf die Spitzenforschung zu konzentrieren. Die Regierung schwärmt von Industrie 4.0 und der digitalen Vernetzung der Gesellschaft. Cyberkriminelle verursachen für unsere heimische Wirtschaft jährlich Schäden von mehr als 50 Milliarden Euro.
Die Verluste der Firmen kosten auch Millionen an Steuergeldern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere ohne Namensnennung aus einer von vielen Mails der letzten Monate. Sollten Sie heute von der E-Mail-Adresse @gmail.com eine Mail erhalten, bitten wir Sie, diese zu löschen. Es handelt sich um einen Spam-Account. Mit freundlichen Grüßen, Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro, Platz der Republik 1. Zitat Ende. Der Bundestag war im Frühsommer Ziel eines Cyberangriffs. Ein Trojaner killt Daten öffentlicher Behörden in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern. Im Expertenbericht wird dieses Problem benannt. Und die Reaktion der Bundesregierung? Ganze 36 Millionen von 15 Milliarden Forschungsmitteln geben Sie für IT-Sicherheitsforschung aus. Folgen Sie den Empfehlungen Ihrer Experten, mehr Geld für die Forschung für zivile Datensicherheit. Das hilft den Unternehmen und bringt auch mehr Steuern. Gleich im ersten Punkt forderte das Expertengutachten eine bessere und gleichmäßige Forschungsförderung. Recht haben die Experten. Die Vergabe von Forschungsmitteln nach Exzellenzinitiativen ist ungerecht. Als Techniker rechne ich gern nach. Baden-Württemberg erhält pro Jahr 120 Millionen Exzellenzmittel, macht 11 Euro je Einwohner. Rheinland-Pfalz erhält 4 Millionen, macht 1 Euro je Einwohner. Meine Heimat Thüringen erhält 1,9 Millionen oder 0,8 Euro je Einwohner. Und Ihre Heimat, Frau Ministerin Wanka, Sachsen-Anhalt, kriegt gar nichts. Ihre Exzellenzinitiative stärkt die Starken und schwächt den Rest. Das geht schief wie in einem Ruderboot mit zwei Ruderern, in dem einer doppelte Ration kriegt und der andere hungert. Irgendwann rudert einer allein. Zusammenrudern wäre für beide besser. Deshalb fordert die Linke ein Ende der Exzellenzinitiativen und eine höhere Grundfinanzierung für Forschungseinrichtungen und Hochschulen in allen Bundesländern. Sollten Sie jetzt die Vorschläge Ihrer eigenen Kommission und meiner Fraktion aufnehmen, dann wäre diese Debatte doch nicht umsonst gewesen. Frohe Weihnachten. Ralf Lenkert für die Linksfraktion in dieser Debatte des Bundestages, in der es darum geht, was Deutschland tun muss, um mit den wichtigen, den führenden Forschungsnationen der Welt Schritt zu halten. Nächster Redner in dieser Debatte ist René Röspel für die SPD. Nächste Woche um diese Zeit ist Heiligabend und ich wünsche den Linken, dass sie bitte nicht solche Kinder haben, wie sie hier Oppositionsarbeit machen. Denn dann geht der Heiligabend so aus, dass die Kinder sich beschweren, dass erst um 8 Uhr abends Bescherung ist, die Geschenke viel zu wenig sind, der Tannenbaum zu klein und überhaupt ist alles schlecht und viel zu wenig ist. Also ich habe selten so eine verfehlte Diskussion oder einen Beitrag erlebt und will auch ausdrücklich sagen, heute Abend ist Bescherung, nämlich Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und das waren diese beiden großen Regierungskoalitionen, die tatsächlich Verbesserungen hingekriegt haben. In der Bilanz der Linken wird am Ende der Legislaturperiode stehen, in diesem Feld auch nichts geschafft, nur immer genörgelt. Also von daher fröhliche Weihnachten auch heute schon. Und ich hoffe, das geht für Sie persönlich besser aus nächste Woche. Und dass der EFI um diese Zeit berichtet wird oder debattiert wird in der Kernzeit, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das haben wir in den letzten Jahren übrigens häufiger gemacht, weil es genau anders ist, Herr Kollege Lenkert, als Sie berichten. Es ist ja ein Ansatzpunkt auch für Kritik, auch für Selbstreflexion und auch für das, was Politik gemacht hat und Bundesregierung im letzten Jahr den Spiegel vorgehalten zu bekommen, einerseits Handlungsempfehlungen zu kriegen, andererseits Kritik, wo Forschungspolitik nicht so gelaufen ist, wie sich das die unabhängige Kommission, Expertenkommission Forschung und Innovation eben vorgestellt hat. Und das ist doch gut, dass wir zur Kernzeit auch mal selbstkritisch an einem Bericht entlang diskutieren. Und 10 Monate hätten Sie Zeit gehabt, ihn zu lesen und was zum Bericht zu sagen. Das wäre auch spannend gewesen zum Tagesordnungspunkt. Und deswegen will ich das versuchen, mal hier zu machen und fange da auch mit einem Punkt an. Ich habe nur ein paar Punkte rausgezogen. Nämlich, wenn man, das hätten Sie durchaus machen können, den Bericht sich anschaut, wird man relativ schnell am Anfang schon einen Satz lesen, der uns auch zu denken geben muss, dass da nämlich steht, dass die Innovationsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland in der Langfristigkeit abgenommen hat. Und da wird man sehen, was da wirklich Ursache ist. Und die Kommission hat angekündigt, und das ist gut so, zum nächsten Bericht, und den lesen Sie dann hoffentlich auch, sich dieses Themas anzunehmen und wirklich mal anzugucken, welche Empfehlungen vielleicht an die Bundesregierung oder vielleicht auch nicht eben gegeben werden können, damit die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
verbessert werden können. Und eines der Themen, die das EFI-Gutachten aufnimmt, sind die sogenannten Spitzencluster. Wir haben 2007 den Spitzencluster-Wettbewerb auf die Reihe gebracht, wo sich Regionen bewerben können, wo Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft, von Großunternehmen, außeruniversitären Einrichtungen, Hochschulen zusammenschließen können mit kleinen und mittleren Unternehmen, übrigens um themenorientiert leistungsfähig zu arbeiten. So gibt es zum Beispiel einen Spitzencluster Elektromobilität. Es gibt in meiner Region den Spitzencluster Logistik Ruhr zu unterschiedlichen Themen. Ich finde diesen Spitzencluster sehr wohl gelungen, muss ich sagen, und sehe die Ergebnisse eigentlich ganz gut. Interessanterweise sagt die EFI-Kommission und schlägt vor, dass sie keinen dritten Wettbewerbsförderlinie im Spitzenclusterbereich auflegen würde und begründet das damit, dass eben die Ergebnisse des Spitzenclusters nicht klar abschätzbar sind. Das fand ich durchaus erstaunlich. Ich finde, das muss mal hinterfragt werden. Aber es setzt an einem Punkt an, den sich durch das gesamte EFI-Gutachten auch zieht, nämlich die Frage, wie eigentlich evaluiert wird Fördermaßnahmen oder Förderprogramme, Forschungsprogramme. Und da finden sich in vielen Handlungsfehlern die Aufforderungen der Expertenkommission, bei Fördermaßnahmen oder Forschungsprogrammen von Beginn sozusagen eines Programmes zu implementieren, wie denn Evaluation, also Bewertung eines solchen Programms am Ende gemacht werden kann und aussehen kann, weil es da offenbar Schwächen gibt. Ich hätte das so nicht gesehen, aber das ist vielleicht eben auch ein Handlungsauftrag mal an die Bundesregierung, sich des Themas Evaluation tatsächlich anzunehmen. Denn man braucht am Ende eine Bewertung, um sagen zu können, ob man ein Förderprogramm weiterführt oder es eben nicht tut. Sehr beiläufig und oberflächlich ist ein Thema von EFI auch erwähnt worden, das sie als Innovation im Bildungsbereich vorstellen. Das sind die sogenannten Massive Open Online-Courses, also sozusagen Online-Vorlesungen an Hochschulen. Und das fand ich sehr spannend, würde mir wünschen, dass das vielleicht doch weiter in die Tiefe geht, dass als einer der Vorteile dort berichtet wird, dass die MOOCs, also diese Online-Vorlesungen, Freiräume schaffen für inhaltsnahe Forschungsdiskussionen in kleinen, diskursiven Präsenzveranstaltungen. Das fand ich sozusagen sehr spannend. Zu sagen, man macht eine Online-Vorlesung und dann gewinnen die Hochschule einen Freiraum, dann doch eine Präsenzveranstaltung, ein Seminar zu machen, im Kontakt mit Studierenden. Und das finde ich eigentlich zu wenig seitens des Gutachtens. Da hätte ich eher mal gewünscht, was ist der pädagogische Wert solcher Online-Vorlesungen, wie kann man sie anders gestalten. Aber diese Schlussfolgerung finde ich doch zu kurz gegriffen. Positiv zu Recht, finde ich, bewertet wird die Hightech-Strategie in ihrer Gesamtheit und im Verlauf. Als sie 2007 durch die letzte Große Koalition auf den Weg gebracht worden ist, haben wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer kritisiert, dass dieser ursprüngliche Ansatz, technikorientiert Leitmärkte zu fördern und Schlüsseltechnologien, uns zu kurz gegriffen war und man das an großen Herausforderungen anmessen muss. Das ist in der zweiten Auflage der Hightech-Strategie unter Schwarz-Gelb auch passiert. Das haben wir für richtig gefunden, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen Gesundheit, Energie, Umwelt, Klima stärker ins Bild gerückt werden. Und jetzt begrüßt EFI eben auch in der Gesamtheit, dass es richtig ist, den Innovationsbegriff, um die sozialen Innovationen zu erweitern. Das ist auch etwas, was wir seit langem gefordert haben. Es kann nicht nur um Technik gehen bei der gesellschaftlichen Veränderung, sondern es müssen auch soziale Innovationen und soziale Veränderungen aufgenommen werden. Und das ist gut so. Wir freuen uns, dass bei EFI eben auch in diesem Zusammenhang ausdrücklich begrüßt wird, dass im Zusammenhang mit der Hightech-Strategie die Partizipation und die Transparenz erhöht werden soll. Das heißt, die Beteiligung von Bürgern an Prozessen, wie denn Forschung gestaltet wird, ist für uns ein wichtiger Schritt. Und wir finden es richtig, dass das EFI die Haltung der Bundesregierung da unterstützt, eben auch mehr zu tun. Abschließend will ich ein Kernthema noch beleuchten, das ich ganz spannend finde, weil es ein industriepolitisches Thema ist. Das sind nämlich die sogenannten additiven Fertigungsverfahren oder 3D-Druck genannt. Also jeder von uns kennt, dass man mit dem Computer ein Schreiben ausdrucken kann, dass man am Computer gefertigt hat. 3D-Druck bedeutet, dass man eben künftig Produkte dreidimensional ausdrücken kann. Nicht nur künftig, das wird heute schon gemacht, wenn Sie ein Hörgerät brauchen, wird das individuell vermessen und eben im 3D-Drucker ausgedruckt, damit es eben auch wirklich passgenau ist. Das hat große ökonomische und ökologische Zukunftschancen, dieses Thema.
Es bietet die Möglichkeit, Einzelproduktion wieder zu machen. Losgröße 1 nennt man das im Mittelstand. Und die Möglichkeit eben, weil die Nähe zum Kunden eine größere Bedeutung hat, auch vielleicht sogar Arbeitsplätze zurückzuholen. Aber das EFI formuliert eben auch, dass offene Fragen existieren, wem beispielsweise die Design-Daten gehören, die CAD-Daten, wie die Produktsicherheit geklärt ist, wenn jemand das privat ausdruckt, eine Tasse und daraus ein Problem entsteht oder ein Unfall, oder wie die Haftungsfragen geklärt werden. Und das sind in der Tat eben auch Fragen, die 2003 damals von einer lebhaften Opposition, aber nicht Sie, sondern von der SPD in einer kleinen Anfrage auch gestellt wurden, zum Thema 3D-Druck. Und ich finde, dass die nun endlich auch beantwortet werden müssen. Und die Aufforderung, die wir damals als SPD gemacht haben, dass es eine gezielte Forschungsförderung im Bereich additive Fertigung im Sinne eben einer Industrieentwicklung auch wichtig ist, das sei auch ein Appell an uns alle bzw. die Regierung gerichtet. Das ist ein großer Zukunftsbereich. Vielen Dank der EFI-Kommission für ein spannendes Gutachten und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. René Röspel für die SPD-Fraktion sagt, nicht nur technische, auch soziale, gesellschaftliche Innovationen müssen zukünftig gefördert werden, wenn es um die technologische Leistungsfähigkeit in Deutschland geht. Der nächste Redner ist Kai Gehring für die Grünen. Er ist Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fange jetzt nicht mit Weihnachtsvergleichen an, sondern möchte bei der Weltklimakonferenz anfangen. Denn die Weltklimakonferenz in Paris, die hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wenn wir unseren Planeten retten und allen Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern wollen, dann müssen wir auch unser Wissenschafts- und Innovationssystem dringend weiterentwickeln. Es ist allerhöchste Zeit, es gezielt auf die Bewältigung der großen Herausforderungen und die Schaffung einer Green Economy auszurichten, denn anders wirtschaften setzt anders Forschen voraus. Wir brauchen vielfältige Reformen der Wissensproduktion und mehr transformatives Wissen für eine soziale, eine ökologische, eine digitale Modernisierung unserer Wirtschaftsweise. Kurzum, unser Ziel ist, Deutschland zu einem Pionierland für grüne Innovationen zu machen. Für diesen Modernisierungsschub brauchen wir die vielen Pioniere des Wandels in Universitäten, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und in der Zivilgesellschaft. Sie alle müssen von der Forschungsförderung über den Wissenstransfer bis zur Gründungskultur endlich besser unterstützt werden. Gerade hier belegt das EFI-Gutachten aber gravierende Defizite. Die Forschungs- und Entwicklungsleistungen von kleinen und mittleren Unternehmen sind seit Jahren rückläufig. Deswegen fordern alle Experten unbürokratischere Rahmenbedingungen. Deswegen wollen wir bei KMU mehr Kreativität und Erfindergeist entfachen, unter anderem durch eine steuerliche Forschungsförderung. Denn von den bestehenden Programmen werden die kleinsten kaum erreicht, obwohl sie das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Wir können uns nicht länger erlauben, Potenziale der anwendungsorientierten Forschung des Mittelstandes brachliegen zu lassen. So sind Techniken zur Ressourceneinsparung, die gerade im mittelständisch geprägten Handwerk Anwendung finden, ein Exportschlager, von dem Wirtschaft und Umwelt gleichermaßen profitieren. Und diese grünen Wettbewerbsvorteile müssen wir ausbauen. Wir brauchen mehr Forschung für nachhaltige Lösungen und eine höhere Lebensqualität. Forscherinnen und Forscher müssen sich daher noch stärker an Wissensfeldern und Problemen ausrichten, statt an Disziplinen. Große Herausforderungen wie Klimakrise, Ressourcenknappheit, Demografie und Terrorismus machen nicht an Fachgrenzen Halt. Und daher brauchen wir mehr Anreize zur Zusammenarbeit und mehr interdisziplinäre Brückenschläge, vor allem zwischen MINT- und Geisteswissenschaften. Nur mit Pluralität im Denken, mit Vielfalt der Akteure und auch mit Ansätzen jenseits des forschungspolitischen Mainstreams kommen wir auf neue Ideen und damit weiter voran. Wir wollen fairen Zugang, mehr Offenheit und Flexibilität bei Bundesforschungsprogrammen. Wir wollen mehr forschen für den Wandel. Hier haben sich nicht zuletzt unabhängige ökologische Forschungsinstitute als erfolgreiche Pioniere des Wandels entpuppt. Und deswegen ist es so wichtig, der Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung bundesweit zum Durchbruch zu verhelfen.
Die EFI-Experten halten es übrigens für dringend geboten, den Innovationsbegriff der Hightech-Strategie zu präzisieren. Ja, und da haben Sie recht. Doch dazu schweigt sich die Regierungsstellungnahme, die ja heute hier auch Gegenstand ist, leider völlig aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir ein neues, ein breiteres Innovationsverständnis brauchen, denn Technikgläubigkeit und das bloße Durchzählen von Patenten reichen nicht, um eine lebenswerte Zukunft zu bauen. Wir müssen viel mehr auf soziale Innovationen setzen und sie mit technischen Ansätzen zusammendenken. Eine reine Industriefixierung hilft nicht, um Gemeinwohlorientierung, Ethik und Nachhaltigkeit sicherzustellen. Und deswegen ist ein Wandel notwendig. Weil soziale Innovationen so wichtig sind, muss Forschung die Gesellschaft stärker noch mit ins Boot holen. Das geht über mehr Transparenz, über eine verlässliche Technikfolgenabschätzung und Bürgerbeteiligung. Bundesforschungsprogramme brauchen keine Showveranstaltung und keine Scheinbeteiligung an ihrem Ende, sondern von Anfang an verbindliche Partizipationsformate zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft, Projekte der Bürgerwissenschaften und so erfolgreiche Modelle wie die Reallabore in Baden-Württemberg, die sind beispielgebend. Die Freiheit und Innovationskraft der Wissenschaft fußt auf ihrer verlässlichen Finanzierung. Daher, liebe Koalition, sorgen Sie endlich für eine bessere Grundfinanzierung der Hochschulen. Das Grundgesetz, das haben Sie gerade noch gefeiert, ermöglicht mehr als immer wieder kurzzeitige Pakte aneinander zu reihen. Und sorgen Sie für ambitioniertere Ziele. Nehmen Sie endlich, wie EFI Ihnen seit Jahren ins Stammbuch schreibt, Kurs auf das Ziel, 3,5% des Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Entwicklung zu investieren. Sie sollen sich nicht selbst beweihräuchern, sondern Deutschland endlich in die Spitzengruppe der Innovationsländer führen. Forschung und Entwicklung brauchen kreative Köpfe und Forscherinnen und Forscher gute Arbeitsbedingungen. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Und deshalb ist der Brückenschlag zur Debatte heute Abend auch wichtig. Denn planbare Karrieren und verlässliche Verträge für Talente sind hierzulande Mangelware. Und das muss sich endlich ändern. Um Wissenschaft als Beruf fairer und attraktiver zu gestalten, reicht Ihre Novellierung zu Wissenschaftszeitverträgen nicht aus. Wir brauchen jetzt ein bundesweites Programm für mindestens 10.000 feste Nachwuchsstellen an Universitäten und Fachhochschulen, denn Neugier und Kreativität brauchen Sicherheit. Wenn Sie von der Koalition unser Land innovativer machen wollen, dann hören Sie auf die Ratschläge von EFI und auf die der Opposition. Sie, Frau Wanker, wollen offensichtlich so weitermachen wie bisher. Wir wollen klare Ziele setzen, anders forschen für den Wandel und raus aus dem finanziellen Mittelmaß. Kai Gehring, der Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung der Grünen-Fraktion in der Debatte des Bundestags über die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands. Viele Abgeordnete sind ja der Ansicht, dass da erheblich mehr getan werden muss in die entsprechenden Forschungsetats. Jetzt die zuständige Ministerin, Johanna Wanker. Niemals zuvor, niemals in der langen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde so viel Geld ausgegeben für Forschung und Entwicklung wie jetzt in diesem Jahr und wie in den letzten Jahren. Also absoluter Höchststand. Fast 80 Milliarden. Und da sind wir ganz nah am 3%-Ziel. Das 3%-Ziel ist wichtig. Und man kann sich jetzt das schönreden und kann sagen, es gibt ja eine ganze Reihe von Nationen, die haben weniger als diese 3% vom Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel die große USA, die ja nicht schlechter ist, aber weniger. Oder China, wo wir immer die Innovationssprünge anschauen, viel, viel weniger und vom EU-Durchschnitt gar nicht zu reden. Aber ich denke, es ist richtig, sich zu orientieren an denen, die mehr machen. Aber man muss genau hinschauen. Zu gucken, wie viel man ausgibt am Bruttoinlandsprodukt, das ist ein Indikator. Der ist einfach zu berechnen. Der ist natürlich nicht alles erschlagend. Dieses komplexe Geschehen wird damit nicht abgebildet. Und gucken wir mal zu den Ländern, die mehr machen. Zum Beispiel Japan. Da ist die Zahl höher als 3%. Aber Japan hat eine Staatsverschuldung, ich glaube, über 200%. Das heißt, es wird alles aus Schulden gemacht. Was das langfristig bedeutet, und das kann man nicht einfach wegreden. Oder zum Beispiel Israel. Israel schwankt mal 4%, mal runter.
Zwei Drittel der Investitionen in Israel werden ausländisch finanziert. Das ist keine Situation, die mit uns vergleichbar ist. Oder gucken Sie mal Korea. In Korea ist das Bruttoinlandsprodukt über die Hälfte in einem ganz hohen Anteil getragen von 2-3 Firmen. Und wenn Samsung mal nicht mehr so gut dasteht, dann kracht das aber. Und deswegen finde ich, die 3% sind ein Indikator. Aber wenn man das einbettet in verlässliche Haushaltsführung, in keine neuen Schulden aufnehmen, dann sind wir richtig gut und solide langfristig aufgestellt. So. Nun sagt das EFI-Gutachten 3,5% 2020. Und ich bin entschieden der Meinung, wir müssen jedes Jahr steigern und wir müssen uns auch wirklich Ziele setzen, die hochkarätig sind. Was heißt denn 3,5%? Haben ja alle jetzt gesagt, auch Stefan Kaufmann, 3,5%. Hat dann einer mal geguckt, was das bedeutet? Ob das im Mindesten realistisch ist, was das bedeuten würde? Ich will nur mal sagen, wie die Situation ist. Das wären, jetzt haben wir 80 Milliarden, wir müssten dann 125 Milliarden ausgeben. Im Jahr 2020. Das heißt, wir von Seiten des Bundes, von Seiten der Länder müssten mindestens 5 Milliarden, das ist vielleicht noch zu stemmen, müssten wir unsere gesamte Planung ändern. Aber die Wirtschaft, die jetzt 60 Milliarden ausgibt, 60, muss dann 25 Milliarden mehr ausgeben. Das heißt, das ist also im Moment nicht vorstellbar, wie das realisiert ist. Wir gehen davon aus, der Gradient muss nach oben gehen. Und wenn Sie sagen, eben Herr Gehring, die Länder, oder die BAföG-Mittel wurden erwähnt. Die wurden auch von EFI, habe ich mich sehr gefreut, wurde gesagt, die BAföG-Mittel sollen in den Bereich. Wenn die Länder um 3,5% 5 Milliarden mindestens zulegen müssen, dann finde ich, wäre es ganz, ganz gut, wenn Sie zum Beispiel ganz individuell mal Ihrer grünen Ministerin oder Ihrer grünen Landesregierung in Niedersachsen sagen würden, wenigstens 1 Euro von den 110 Millionen, die wir zur Verfügung gestellt haben, in den Bereich zu geben. Weil diese Gelder noch rauszuziehen, und außerdem, die 1,2 Milliarden, die 1,2 Milliarden reichen für mehr als 10.000 Stellen. Dass sie nicht dafür eingesetzt werden, finde ich auch schade, aber das Geld ist da, das haben wir jetzt schon auf den Tisch gelegt. Und meine Damen und Herren, wenn wir diese Zahlen sehen und steigern wollen, dann halte ich Politikerreden, die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, dass gesagt wird, wir wollen 3,5% noch bis 2017 für töricht. Und ich denke, wir zeichnen uns dafür aus, dadurch aus, dass wir realistisch sind, dass wir nach oben gucken, dass wir Pläne haben, aber dass wir auch ein Stückchen Bodenhaftung haben, um die Pläne umzusetzen. Und jetzt bei diesem EFI-Bericht, der hat die Hightech-Strategie diesmal genauer angeschaut, analysiert und zum Beispiel Spitzencluster, Herr Rospel hat es erwähnt, gelobt und hat bei den Spitzenclustern den Vorschlag gemacht, nicht mehr, aber stärker nach außen gehen. Und genau das haben wir gemacht. Ich habe schon in den Koalitionsverhandlungen dafür gekämpft, dass wir nicht sagen, das ist ein klasse Instrument und das machen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Dann ist die Wirkung weg, weil es ging um Weltmarktführer, um wirklich Spitzenleistung und die kann man nicht einfach multiplikativ, additiv immer wieder neu dazu erfinden. Oder Industrie 4.0, Forderung beim EFI, wir brauchen eine Referenzarchitektur. Das läuft. Wir haben das große Programm Referenzarchitektur für den IT-Bereich für 4.0 und werden das im nächsten Jahr vorstellen. Aber was ich bei EFI ganz vermisse an dieser Stelle, ist das zentrale Thema für Industrie 4.0. Und das zentrale Thema ist Sicherheit, Datensicherheit und IT-Sicherheit. IT-Sicherheit, Sie müssen richtig lesen. Es geht nicht nur um die Kompetenzzentren für IT-Sicherheit, wo wir nicht mehr 16 Millionen, sondern wo wir fast 40 Millionen ausgeben. Ja, ja, aber das ist nur ein Punkt. IT-Sicherheit, das große Programm. Das heißt, das ist für uns ein Schwerpunkt und worauf ich ganz stolz bin. Wo ich ganz stolz bin, Fraunhofer angeregt, haben wir auch politisch dafür gekämpft und jetzt praktisch auf der Zielgeraden Industrial Data Space, weil das wird der Wettbewerbsvorteil sein. Nicht nur für Deutschland. Oettinger will es nach Europa ziehen. Das wird der Wettbewerbsvorteil sein. Und dann können wir aus Industrie 4.0 richtig was machen, was diesen Standort nützt. Was nicht angesprochen wurde, oder EFI sagt, wir brauchen eine Wissenschaftsschranke. Wir brauchen nicht nur eine Wissenschaftsschranke, wir brauchen eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Und wir brauchen eine totale Veränderung des Urheberrechts. Und das, ich hatte gerade vorgestern einen Brief der Allianz, das muss jetzt erfolgen, das muss schnell erfolgen. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin nicht federführend, aber die Bundesregierung muss jetzt endlich diesen Punkt bearbeiten. Der ist zentral, der ist wichtig. Wir haben was gemacht, auf jeden Fall. Die MOOCs, Herr Restl, die MOOCs
Da fand ich das EFI-Gutachten ein bisschen hinter der Zeit. Das war der erste Hype in den USA. Das ist schon längst wieder runter. Kein Geschäftsmodell dahinter. Aber die Grundidee, wie macht man interaktiv Lehre? Wie erreicht man Menschen auf der ganzen Welt? Die ist wichtig. Und das versuchen wir in unserer Plattform Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft zu bearbeiten. Und wir haben einzelne Hochschulen in der Bundesrepublik, die richtig gut sind in dem Bereich. Aber wir brauchen es in sehr viel stärkerem Maße. Also nicht über MOOCs hin und her, sondern die modernen Formen, die Form, wo dann auch die Studierenden untereinander kommunizieren, weil das ist ein großer Vorteil, den hatten wir so vor 10, 15 Jahren noch nicht. Und ich muss sagen, KMU, stimmt, wir haben in der Bundesregierung Jahr für Jahr mehr Geld ausgegeben, 1,4 Milliarden in der Regel, für Innovationen im KMU-Bereich. Die Ergebnisse sind aber nicht so, dass es dort eine Steigerung gibt, sondern es stagniert, es geht zum Teil sogar ein bisschen runter. Und deswegen ist zum Beispiel es falsch, was immer wieder gemacht wird, dass die Wirksamkeit eines Programms einfach evaluiert wird nach dem Motto, da ist eine große Nachfrage, das Programm ist toll, das müssen wir aufstocken, ist überhaupt kein Kriterium. Man kann auch ein Programm gerade nachfragen, weil man einfach an Geld kommt, sondern die Kriterien für Evaluation, die sind wirklich wichtig. Und das ist ein Prozess, mit dem wir uns im Hause intensiv beschäftigen und auch glauben, dass wir da noch Verbesserungsbedarf haben, meine Damen und Herren. Und KMU hat EFI gesagt, man muss analysieren, was kann man besser machen. Dabei sind wir und wir müssen es wirklich neu sortieren. Das ist aber der feste Anspruch. Ja, ich denke auch, dass soziale Innovation ganz klar ist. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber es ist irgendwie unbelehrbar. Das fängt nicht an vor ein oder zwei Jahren. Gucken Sie sich unsere Projekte an, was wir in der Hightech-Strategie im Gesundheitsbereich zum Beispiel gemacht haben, vor 5 Jahren oder so etwas. Das ist soziale Innovation. Da geht es um diese Themenbereiche, nicht um harte Technik oder bloß irgendein neues Gerät oder neues Produkt. Das ist einfach Unfug. Und deswegen bin ich auch nicht dafür, dort den Begriff noch zu schärfen und einzuschränken, sondern einen ganz breiten Innovationsbegriff, der auch noch in 3, 4 Jahren aktuell ist und trägt. Und jetzt mein letzter Punkt. Nachhaltigkeit. Wir haben gerade Paris, Weltklimagipfel, also ist doch klar, zu gucken, was machen wir denn da? Und Sie sagen das ja immer so gerne, das ist ja ein Thema, wo Sie, was Sie öfter erwähnen, weil in der Zeit... Was haben Sie gemacht für Nachhaltigkeit in der Zeit, als Sie in der Regierung waren? Ich habe mir die Zahlen angeguckt. Im Mai-Ministerium, ja, ist ein bisschen her, aber es zeigt trotzdem deutlich was. Da haben Sie so ungefähr 230 Millionen im Schnitt, wechselte ein bisschen, ausgegeben für das Thema Nachhaltigkeit. Wir sind jetzt bei weit über 400 Millionen und wir wollen auf 570 Millionen kommen, allein aus meinem Etat, allein aus meinem Etat, nicht über die gesamte Bundesregierung. Und wenn Sie sich mal angucken und, ja... völlig klar, Herr Schulze, vor allen Dingen Haushaltsausschuss, bestens begeistert, aus unserem gemeinsamen Etat 570 Millionen, also auch die SPD macht mit, dann, wenn die CDU für Nachhaltigkeit ist, war damals nicht so sehr, aber das war jetzt nicht, wir haben so. Und wenn Sie sich das anschauen, was wir in diesem Bereich Nachhaltigkeit machen, dann ist das ganz breit, dann geht es natürlich auch um Technologie. Wir haben 14% der Weltmarktproduktion, was Umwelttechnologien anbetrifft, also wir sind ganz weit vorn. Aber da geht es auch um Stadtentwicklung, da geht es um Themen wie Integration und Migration, wo wir Forschungsaufträge haben. Und da geht es nicht nur darum, dass wir hier in Deutschland Geld für Forschung ausgeben, sondern was wir zum Beispiel mit unseren Zentren in Afrika machen, in Südafrika und in Westafrika, wenn es um Klimaanpassung geht. Und wir hatten die Konferenz der Baskal in diesem Jahr hier in Deutschland. Und da haben wir das erste Mal geschafft, dass die westafrikanischen Staaten eine gemeinsame Strategie haben und dass sie selber Geld einsetzen. Und nicht nur von uns, sondern weil wir auf Augenhöhe kooperieren. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns bestens aufgestellt und die Energiewende wird nicht funktionieren. Sie wird nicht funktionieren, wenn nicht die entsprechenden Forschungsergebnisse kommen. Und deshalb glaube ich, bei dem Thema Nachhaltigkeit ist das ganz Entscheidende, dass wir Prioritäten gesetzt haben im Bereich der Energieforschung. Copernicus-Projekte, 4 große Projekte über 10 Jahre. Und wenn die nicht zu Lösungen führen, dann sieht es schwarz aus. Also dunkel. Schwarz war nicht so gut. Okay. Also die Copernicus-Projekte sind nämlich eine große Leistung, eine Leistung, die es so nirgendwo auf der Welt gibt, dass wir mit den Naturschützern, mit den Umweltverbänden, mit den Wirtschaftsunternehmen, mit der Wissenschaft, dass wir dort gemeinsam diskutiert haben. Und es war mühevoll, kann ich Ihnen sagen. Es war mühevoll, 1,5 Jahre, aber dann mit einem Ergebnis, was uns richtig voranbringen wird und wo wir auch strategisch Geld einsetzen für dieses Thema, nicht nur heute Morgen, sondern für die nächsten 10 Jahre. Meine Damen und Herren, ich denke,
Bildung und Forschung als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit ist allen klar. Wir sind gut aufgestellt. Wir müssen aber das prioritär weiterhin fahren, wenn wir wirtschaftlich stark bleiben wollen. Und als vorhin Herr Kaufmann sagte, Weihnachten, dachte ich, er wünscht sich Geschenke und wollte sagen, Innovation, um Geld und so weiter zu haben in diesem Land, um gute Lebensbedingungen zu haben. Aber eines, davon bin ich ganz fest überzeugt, nur ein starkes Land, das heißt auch ein wirtschaftlich starkes Land, ein Land mit einem guten Zusammenhalt, schafft das Selbstvertrauen und die Offenheit, um die großen, die riesengroßen Herausforderungen, die vor uns stehen, zum Beispiel Globalisierung, zum Beispiel Digitalisierung, zum Beispiel Integration anzugehen. Und dazu wünsche ich mir von Ihnen Unterstützung und Gemeinsamkeit. Danke. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka in der Debatte des Bundestages über die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands. Und wenn Sie hier von Zeit zu Zeit den Ausdruck, die Abkürzung EFI hören, das ist die Expertenkommission Forschung und Innovation. Und diese Abkürzung, wie gesagt, wird uns noch ein bisschen häufiger unterkommen hier heute Vormittag. Nächste Rednerin ist Rosemarie Hein in der Linksfraktion, Sprecherin für Bildungspolitik. Noch im Gutachten des Jahres 2011 war zu lesen, dass Innovationen nicht nur eine angemessene Forschungsförderung brauchen, sondern auch Menschen, die gut gebildet sind und ihre Potenziale entfalten können. Und die Expertenkommission schätzte ein, ich zitiere, dass der Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung Folgen hat, die den Aufbau eines leistungsfähigen Bildungssystems abträglich sind. Und darum empfahl man damals, ich zitiere nochmal, die Rücknahme des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern. Nun ist seit Anfang des Jahres das Grundgesetz in § 91b gelockert, und zwar bezüglich der Zusammenarbeit im Hochschulbereich, nur dort. Und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist dort wieder möglich. Das wertet die Kommission wieder, Zitat, als einen großen Erfolg in der Wissenschaftspolitik. In der übrigen Bildungspolitik ist aber eine Zusammenarbeit von Bund und Ländern nach wie vor nicht möglich. Und darum kann ich ehrlich gesagt die Zufriedenheit der Kommission nicht verstehen. Wie sollen denn Berufsschulen ausgebildet werden, die Fachkräfte für die Fertigung in der Industrie 4.0 ausbilden? Die technische Ausstattung solcher Schulen ist immens und kostet unglaublich viel Geld. Dafür sind die Kommunen zuständig. Das werden die nicht stemmen können und auch nicht die Länder. Baden-Württemberg fördert jetzt 8 solche Schulen, die haben aber knapp 300 berufsbildende Teilzeitschulen. Und das ist einfach mal ein Maßstab, den kann man den Ländern nicht mehr alleine überhelfen. Und das, wo das nicht die einzige Aufgabe ist, die zu stemmen ist, sondern im Bildungsbereich, sondern es geht eben auch um Digitalisierung, Inklusion, Integration, um Schulsozialarbeit, nur mal um über soziale Innovation zu sprechen. Doch da darf der Bund nicht mitfinanzieren, auch bei den Berufsschulen nicht. Und selbst bei den Eliteschulen IT digital aus der Wunschliste des Koalitionsvertrages können sie nur Appelle an die Länder richten, dies auch zu tun. Und ich finde, das ist einfach mal nicht mehr zeitgemäß. Doch bleiben wir bei der erreichten Grundgesetzänderung, die sich auf die Hochschulen bezieht. Die Expertenkommission erhofft sich davon neue Gestaltungsmöglichkeiten. Doch was wir bisher erleben, ist vor allem die Fortsetzung der alten Instrumente, und dafür hätte man die Grundgesetzänderung nicht gebraucht. Vor allem scheint es Ihnen um die Exzellenzinitiative zu gehen. Da sind Sie sich ja mit den Ländern auch schon einig geworden. Doch Spitzenleistungen entstehen nur verlässlich auf einer breiten, soliden Basis. Und darum steht die Frage, was ist denn mit der Verstetigung des Hochschulpaktes? Was ist mit dem Hochschulbau? Was mit dem Bau von Wohnheimen für Studierende? Was ist mit der Grundfinanzierung der Hochschulen? Was mit der Lehrerbildung? Was mit der Stärkung der Fachhochschulen? Was mit der geförderten Aufstockung der Programmpauschalen? Dort setzen Sie entweder weiterhin auf befristete Programme oder Sie gehen das Problem überhaupt nicht an. Aber das wären Gestaltungsmöglichkeiten. Ich denke, es ist falsch, wenn man sich als Bund vor allem auf die Sahnehäubchen konzentriert und die Kernarbeit den Ländern überlässt. Und da reicht auch nicht der ständige Verweis auf die BAföG-Mittel. Und es reicht auch nicht, dass man ständig die guten Zahlen vor sich herträgt. Sicher ist der Hochschulpakt kein Sahnehäubchen, das will ich nicht behaupten. Aber er soll eben nicht verstetigt werden und aufgestockt werden soll er auch nicht. Sonst hätten Sie ja unseren Anträgen zugestimmt. Ich finde, es ist an der Zeit, die Wirkungen der Grundgesetzänderung im 91b
in einem Fachgespräch mit den Hochschulen im Ausschuss zu überprüfen. Da möchte die Koalition bislang nicht ran. Vielleicht ändert sich das ja, wenn wir im Januar einen Antrag vorlegen, wieder um die Aufhebung des Kooperationsverbotes einzufordern und die Debatte neu in Gang kommt. Vielleicht sind Sie dann bereit, dass wir erst mal darüber reden, was hier bewirkt wurde. Ich glaube, dass die Hochschulen sich da was anderes erwartet haben und dass sie inzwischen langsam enttäuscht sind. Wenn nicht, gut, dann müssen wir uns belehren lassen. Wenn aber doch, dann sollten Sie überlegen, wie es besser geht. Und Herr Röspel, ich muss Ihnen schon sagen, es ist erstaunlich, wie man in Regierungsfunktion dann plötzlich bei der Kritik so abgeschliffen wird, die Sie ja früher immer hatten. Ich kenne das ja auch schon. Und ich glaube, Ihre Schimpftirade vorhin ist lediglich ein Ausdruck Ihres eigenen Unbehagens. Vielen Dank. Rosemarie Hein war das, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Nächste Rednerin Simone Raths für die SPD. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Bildungsausschuss des Bundestags. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich in meinen Beitrag einsteige, Herr Lenkert, Sie dürfen wohl heute Abend nicht sprechen, da Sie Ihren Redebeitrag schon zuvor genommen haben. Oder haben Sie jetzt die Rede verwechselt? Ich war mir zwischenzeitlich nicht sicher und auch nicht jeder Redebaustein. Es gibt ja immer bei den Linken so Redebausteine, die passen nicht immer, ne? Wollte ich sagen. Also deswegen. Ab und zu wäre schön, zum Thema zu sprechen, und deswegen, das möchte ich auch tun. Mein Kollege René Röspel hat ja schon aus dem EFI-Bericht kurz einen Satz erwähnt, den ich hier nochmal zitieren möchte. Die langfristige Entwicklung der Innovationsaktivität in deutschen KMU gibt Anlass zur Sorge. So sind die Innovationsaufwendungen deutlich gesunken und die Innovationsfähigkeit nimmt ab. Das, denke ich, ist ein Alarmsignal für uns. Und die Bewertung der Innovationsintensität der KMU im vorliegenden EFI-Bericht zeigt, dass sich diese von 1995 bis 2012 von 2,7% auf 1,6% nahezu halbiert hat. Deswegen auch, Frau Hein, Sie sagten vorhin, Kritikfähigkeit. Auch wir sehen natürlich diese Punkte. Und wir sehen auch, dass darüber hinaus die Schere zwischen kontinuierlich forschenden Unternehmen und nur sporadisch bzw. anlassbezogenen innovierenden Unternehmen immer weiter auseinandergeht. Und das insbesondere in strukturschwachen Regionen. Und ich glaube schon, dass wir unseren Fokus dahin richten müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich schon sagte, es ist ein Alarmsignal. Und wir müssen natürlich reagieren. Denn Innovationen sind die Basis für unseren individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand und damit auch für den sozialen Fortschritt. Politisches Handeln muss sich daher sowohl an den Stärken, ich glaube, da haben meine Vorredner schon einiges benannt, aber insbesondere eben auch an den Schwächen unseres deutschen Innovationssystems orientieren. Und vorausgehen muss dem eine kritische Sicht auf die seit Jahren eingeübten Muster innovationspolitischer Fördermaßnahmen. Und ich denke, alleine Geld tut es hier eben nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfügen mit unseren Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen über ein sehr gutes Bildungs- und Wissenschaftssystem, das jedes Jahr eine Vielzahl an exzellenten Forschungsergebnissen hervorbringt. Und ich denke, das ist eindeutig eine Stärke. Doch es gelingt uns nur unzureichend, diese wissenschaftlichen Ergebnisse in innovative und marktfähige Produkte zu transferieren. Ich denke, hier existiert eine Lücke, und diese Lücke zwischen erkenntnisorientierter Forschung und Produktionsinnovation, diese Lücke sollte zügig geschlossen werden. Und genau hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, setzt die im September ins Leben gerufene Projektgruppe Neue Erfolge – Vorsprung durch Innovation der SPD-Bundestagsfraktion an. Es geht uns darum, die Rahmenbedingungen für den Technologietransfer und letztlich die Innovationsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen deutlich zu verbessern und herauszuarbeiten, wie diese Verbesserung gelingen kann. Ein erstes Dialogpapier dazu liegt bereits auf dem Tisch. Also, Herr Lenkert, wir brauchen keine 10 Monate, um diesen Bericht hier zu debattieren. Wir haben bereits Papiere dazu auf den Tisch gelegt, im Ergebnis, sage ich mal, dieser Dinge, die in dem EFI-Bericht stehen. Wir führen Expertenrunden durch, haben Gespräche. Also wo ist, sage ich mal, das, was Sie als Ergebnis uns hier präsentieren können? Ich habe davon bisher nichts gesehen.
Aus dem Dialogpapier möchte ich einen Punkt kurz herausgreifen. In diesem geht es um die verbesserte Zusammenarbeit von KMU mit Hochschulen für angewandte Wissenschaften und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Fachhochschulen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Element in unserem differenzierten Wissenschaftssystem entwickelt. Sie spielen insbesondere für den Mittelstand eine wichtige Rolle. Fachhochschulförderung ist deshalb für uns auch immer Mittelstandsförderung. Als regional stark verankerte Ausbildungsorte wollen wir sie in ihrer Funktion für das Wissenschafts- und Innovationssystem weiter stärken. Denn Fachhochschulen verfügen über ein bisher noch nicht ausgeschöpftes Potenzial, beispielsweise bei der anwendungsorientierten Forschung und bei der Kooperation mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die Frage für uns steht natürlich, wie wir dieses Potenzial besser als bisher gehoben kriegen. Zum Beispiel erstens, indem wir den bedarfsorientierten Technologietransfer mehr als bisher in den Fokus rücken. Zweitens, indem wir die Verstetigung des Personalaustausches bei Berufungen und über langfristige Stiftungsprofessuren ermöglichen. Und hierzu gehören natürlich auch, wie schon erwähnt, insgesamt bessere Zukunftsaussichten für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Denn nur so gelingen natürlich langfristige Beziehungen zu Netzwerkpartnern. Aber ich denke, dazu wird heute noch gesprochen. Deswegen so viel nur an dieser Stelle dazu. Und drittens sollten sowohl Fraunhofer-Institute mit ihren Anwendungszentren als auch die ARF als leistungsfähige Forschungsplattform in Kooperation mit Fachhochschulen zielgerichtet einbezogen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, wir nehmen die Ergebnisse des EFI-Berichtes ernst und wir machen was draus. Mit unserem Dialogpapier eröffnen wir die Möglichkeit, Lösungsansätze mit Interessierten zu diskutieren und eben dann unser Papier auf dieser Basis weiter zu qualifizieren. Ich freue mich auf die daraus folgenden politischen Initiativen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bundestag diskutiert einen Bericht der Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI. Diese Kommission fordert unter anderem bis 2020 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung. Derzeit liegt der Wert etwa bei 3%. Das klingt wenig in Prozent, sind aber doch etliche Milliarden in der Wirklichkeit. Der nächste Redner ist der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Dieter Janeczek. Weltklimakonferenz, 195 Staaten haben gemeinsam beschlossen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten den Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter planen und umsetzen müssen. Und dafür brauchen wir starke Forschung und Entwicklung. Und deswegen, Frau Wanka, ist es auch wichtig, dass wir uns um die Ausgaben bemühen und auch die Ziele verfolgen und sagen, es reicht uns nicht, bei 3% stehen zu bleiben. 3,5% ist das richtige Ziel. Lassen Sie uns dafür auch gemeinsam kämpfen. Zweiter Megatrend, Digitalisierung. 2020 50 Milliarden Endgeräte, die miteinander interagieren. Digitale Vernetzung heißt es, die neue Strategie, die auch das BMWI und mit Ihnen gemeinsam aufsetzt, ist richtig, das zu tun. Nur die Frage ist, welche Richtung geben Sie eigentlich der digitalen Agenda bislang? Und da geht es nicht nur um Forschung und Technik, sondern auch um die Rahmenbedingungen. Ich erinnere zum Beispiel ans Thema Netzneutralität. Brauchen wir ein Zwei-Klassen-Internet? Brauchen wir nicht. Wir brauchen eins, das auf einer Schiene langläuft, das für alle gemeinsam ist. Und da haben Sie die Rahmenbedingungen nicht geschaffen. Übrigens auch die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die wir jetzt seit 2 Tagen haben, ist was Tolles, auch für Wirtschaft, für Forschung und für Technik. Jetzt haben wir endlich einheitliche Rahmenbedingungen, einheitliche Rechtssicherheit. Also all das gehört auch zusammen, muss zusammen gedacht werden. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Frage, warum ist das so, dass die Innovationsaufwendungen von kleinen und mittleren Unternehmen sinken? Sie haben zu Recht gesagt, das liegt nicht daran, dass wir wenig Geld reingegeben haben. Völlig korrekt. Aber wir müssen schon evaluieren, woran das liegt. Und wir haben schon auch ein Instrument übrig, das wir Ihnen anbieten. Und das wäre zum Beispiel die steuerliche Forschungsförderung endlich hier einzubringen und umzusetzen, dass Sie das auch mal tun und anfördern. Herr Riesenhuber, der nach mir redet, ich weiß, er ist ein großer Fan davon. Und vielleicht kommen wir ja doch noch mal zusammen. Die sogenannten Massive Open Online Courses, spannendes Thema, MOOCs genannt. Wenn wir das Ganze mal auch in dem Kontext Diversity sehen oder die vielen Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, dann frage ich mich, ob man nicht mal auf die Idee kommen könnte, und wir sind ja hier auch dazu, mal ein paar Ideen nach vorne zu spinnen, warum schaffen wir es eigentlich nicht, den vielen Menschen, die jetzt zu uns kommen, diese Instrumente gezielt zu ermöglichen, vielleicht auch mit einem Programm über Hochschulen, vielleicht auch über eine Laptop-Anschubfinanzierung. Das ist doch eine Möglichkeit, dass Menschen, Flüchtlinge hier auch gezielte Bildungsangebote da wahrnehmen können.
Wagniskapital, Rahmenbedingungen verbessern, ist klar. Additive Fertigung, 3D-Druck fördern und nutzen. Ich habe einige Unternehmen besucht, die Weltmarktführer davon sind bei uns in Bayern. Das sind Unternehmen, die übrigens jetzt gezielt auch eingekauft werden von Airbus und von anderen. Ist gut, die Vision ist dann am Ende Losgruppe 1 zu haben, ist auch eine gute Vision. Die Frage ist aber, was ist dann der Forschungsaspekt dahinter, der uns dahin führt, zu einer Ökonomie zu kommen, die mehr auf dezentrale Strukturen setzt. Auch das muss, glaube ich, in so ein Programm reingeschrieben werden, betont werden. Und wenn man das dann alles zusammenbringen will, dann muss man auch über die Standards nachdenken. Open Source, Open Data, öffentliche Verwaltung übrigens auch. Wir haben große Defizite dabei, dass wir beim Thema E-Government 45 Milliarden Einsparpotenzial haben, sagt der Normenkontrollrat. Ja. Warum kriegen wir das nicht umgesetzt? Warum kommen wir da nicht voran und schaffen hier mehr Offenheit über Schnittstellen und entsprechende Programme? Und natürlich, und das wird Sie nicht überraschen, dann komme ich zum Anfangsthema zurück, ökologische Innovationen. Ich meine, wenn man jetzt die Rahmenbedingungen sieht, wer investiert in die Zukunft, der darf nicht investieren in fossile, sondern in erneuerbare Effizienzstrukturen. Dann brauchen wir aber auch entsprechende Marktrahmenbedingungen, die das befördern. Zum Beispiel ein Top-Runner-Programm für ökologische Innovationen zu unterstützen und Anreize für Material- und Rohstoffeffizienz zu setzen. Also auch hier können wir noch deutlich viel mehr tun als bisher. Oder auch ein Wertstoffgesetz einzuführen, welches ökologische Produktverantwortung anreizt und entsprechende Innovationen hervorruft. Und letzter Punkt, auch bei der öffentlichen Beschaffung, Green by IT und Green IT, das sind nicht nur Schlagwörter, die man mal so in den Sonntagsreden verwähnt, das muss auch umgesetzt werden, festschreiben, damit ökologischer Innovationsmotor sein. Wenn wir das zusammenkriegen, dann wird es gut, wenn nicht, dann wird es ein bisschen länger dauern. Vielen Dank. Dieter Janicek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Fraktion, hat die ökologischen Aspekte bei Forschung und Innovation betont. Das ist nicht wirklich überraschend. Hier in dieser Debatte über die technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands. Ihm folgt jetzt Heinz Riesenhuber. Herr Präsident, meine lieben Kollegen, es ist in der Tat so, dass die Diskussion über den EFI-Bericht ein Hochfest in dem Jahr der Forschungspolitiker ist. Herr Rösbl hat darauf hingewiesen, dass dabei hier durchaus viele große und wichtige Bereiche mit einem herzlichen Lob bedacht werden. Er hat aber darauf hingewiesen, der interessantere Teil der Diskussion ist, wo haben die noch Anregungen, Kritik, Bedenken, Hoffnungen, Meinungen, Beschwerden, Vorwürfe oder ähnliche grundsätzliche Fragen? Das heißt, wir sprechen jetzt nicht mehr über alle die glanzvollen Erfolge, gell? Wir sprechen nicht über die gewaltige Steigerung des Forschungshaushalts. Seit 2006 sind es über 65% und die Wirtschaft hat mitgezogen. Wir sprechen nicht darüber, dass sich das in der Wirtschaft hier durchgesetzt hat. Denn die Wirtschaft war dabei und sie war in den Weltmärkten erfolgreich. Und 12%, wahrscheinlich inzwischen etwas mehr, von den Weltmärkten über technikintensive Produkte, das liefert unsere Wirtschaft. Das heißt, die Strategie ist richtig. Wir sprechen nicht darüber, dass die Grundlagenforschung stetig und solide finanziert wird, absehbar, berechenbar und damit die Freiheit hat, was zu gestalten aus der eigenen Kreativität. Wir sprechen nicht über die Grundgesetzänderung und die Chancen, die daraus entstanden sind. Wir sprechen nicht darüber, dass wir bei nahezu 3% sind. Na, vielleicht sprechen wir da doch drüber. Aber es waren hier zwei, drei Punkte, die immer wieder angesprochen worden sind. Also ich finde die Frage schon sehr interessant. Warum sind die Forschungsaufwendungen der mittelständischen Unternehmen nicht gestiegen mit den wachsenden Umsätzen der mittelständischen Unternehmen? Die waren mal hier bei 2,7%. Sie sind jetzt runter auf 1,6% im Schnitt. EFI ist bis jetzt noch ratlos, gell? Wenn kluge Leute ratlos sind, soll man nicht entscheiden. Das soll man erst mal denken, bevor man tut, was man soll. Denn man sollte wissen, was man tut, bevor man beginnt. Und insofern stehen wir voller Neugier gegenüber dem nächsten EFI-Bericht, in der EFI uns versprochen hat, und das sind ja die Experten, die sich in Freiheit ihre Themen wählen, dass sie sagt, was sind die Gründe und dann vielleicht auch, was sind die Abhilfen. Da mag man
Da mag man jetzt differenzieren nach unterschiedlichen Zeiten. Da mag man differenzieren, gelegentlich forschen 20.000, regelmäßig forschen über 30.000. Aber wenn wir schauen, dass unser größtes Programm, das ZIM, mit über 500 Millionen von 1,4 Milliarden mittelständischer Förderung, allenfalls 4.000 bis 5.000 Unternehmen erreicht, bezogen auf die 30.000, sie sind noch keine qualifizierte Mehrheit. Gell? Und was wir haben wollen, ist die Breite. Da freue ich mich sehr über die leidenschaftliche Unterstützung der Grünen und auch der SPD, wenn ich mich hier an die letzte Diskussion erinnere, wo Frau Wicklein über die steuerliche Forschungsförderung hier im Plenum gesprochen hat. Da freue ich mich über die leidenschaftliche Unterstützung von einem Instrument, das Sie alle erreicht, das in die Breite geht, das unbürokratisch ist. Ich weiß schon, dass wir es in dieser Periode nicht hinkriegen, gell? Aber in der zweiten Hälfte der Periode arbeiten alle Parteien an ihren Wahlprogrammen, gell? Da kommen die Erleuchtungen. Ich habe zwar eine Vorstellung, wie in der nächsten Periode die Koalition bzw. die Regierung aussehen will, aber vielleicht kriegen wir Koalitionen, auf die wir uns noch nicht eingestellt haben. Und wenn Sie alle jetzt die steuerliche Forschungsförderung majestätisch in Ihre Programme schreiben, dann kriegen wir eine Voraussetzung, in der sich die Wirklichkeit ändert und in der wir in die Breite gehen mit einem fröhlichen Unternehmungsgeist, den die Wirtschaft aufnimmt, denn was anderes können es nicht. Die Programme, die wir haben, sind prima, sie sind gezielt, sie sind technikoffen, sie sind ordentlich. Aber manche Mittelständler sind halt besser in der Frage der Eroberung der Märkte, in den Innovationen, als in der Stellung von Anträgen. Und auch diese Menschen brauchen wir, denn sie machen die Weltmärkte. Die Hälfte der Hidden Champions auf dem Weltmarkt sind Mittelständler. Und was dann daraus, da gibt es den Einwand, den ich wohl kenne, das kostet zu viel, gell? Also, Freunde, EFI sagt 3,5% in 2020. Sogar Kaufmann sagt als voranstrebender Forschungspolitiker 3,5%. Die Fratscher-Kommission sagt 3,5%. Gabriel, der immer mit besonderer Dynamik in neue Zukünfte aufbricht, mit besonderer Dynamik, hat gesagt, wir sollten hier über 4,5% in 2025 haben, was jetzt Korea schon hat. Freunde, lassen Sie uns hohe Ziele setzen. Als wir angefangen hatten, die Forschungshaushalte zu steigern, sagten uns die klugen Leute, da wird es ein mehr Staatsfinanzierung geben, weil die Wirtschaft nicht mitzieht. Die ist mitgezogen. Die Großen sind hier ständig gesteigert auf von 3 über 4 auf 4,5% von ihrem Umsätzen. Wenn wir da einsteigen und vorgeben, dann kriegen wir es auch hin, wobei ich Frau Wanka hier uneingeschränkt einverstanden bin. Das gelingt nur, wenn es eingebettet ist in eine solide Gesamtstrategie, eine der Stärken dieser vorzüglichen Koalition, die wir alle bewundern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wenn uns jetzt noch, wir hatten einen CDU-Parteitag, vielleicht einige von Ihnen wissen, wenn Wolfgang Schäuble sagt, es ist wichtig, dass Deutschland in der Forschung an der Spitze liegt. Freunde, wir folgen unserem Finanzminister mit der Begeisterung und dem Vertrauen darüber, dass wir es gemeinsam mit Ihnen eine gute Zukunft schaffen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist jetzt hier angekündigt worden, dass wir in die Weihnachtspause gehen, gell? Das ist die Zeit zum Denken. Manchmal ist es wichtig zu denken, ich habe bescheiden darauf hingewiesen. So wünsche ich ein gedankenreiches Weihnachtsfest, dass wir dann aufbrechen in ein neues Jahr mit dem Entschluss zum Handeln. Dieses großartige Parlament in seiner Vielfalt, mit seinen führenden Ideen, mit seiner Prägekraft für Wissenschaft und Wirtschaft und vor allem mit seiner Begeisterung für das Neue, dass wir hier mitzuschaffen helfen, das wird das sein, was Deutschland in eine gute Zukunft führt.
Heinz Riesenhuber, Forschungsminister von 1982 bis 1993. Mindestens die beschwörend guten Worte zum Weihnachtsfest dürfen als per Akklamation angenommen gelten. Und noch eine Anmerkung von Norbert Lammer zu ihm. Heinz Riesenhuber übrigens ist vor gut 14 Tagen 80 Jahre alt geworden. Und vor diesem Hintergrund hat sein Körpereinsatz hier im Parlament natürlich noch einmal eine besondere Bedeutung. Die nächste Rednerin in der Aussprache des Bundestages über einen Bericht der Expertenkommission Forschung und Innovation ist Saskia Esken und sie kommt aus der SPD-Fraktion. Ich will mich zum einen auf den freien Zugang zu öffentlich gefördertem Wissen, auf Open Access also beziehen und auf die Modernisierung des Urheberrechts im Sinne von Bildung und Wissenschaft. Und als Mitglied unseres Digitalausschusses äußere ich mich außerdem gerne zum Monitoring der digitalen Agenda, wie es der Bericht vorschlägt. Wie wir arbeiten, wie wir forschen, wie wir lehren und lernen, wie wir leben, meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles wird sich durch die Digitalisierung und Vernetzung sehr stark verändern. Und zwar nicht nur, aber insbesondere durch den freien Zugang zum Wissen dieser Welt und durch Kommunikation und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Damit die Potenziale der Digitalisierung sich gut und im Sinne einer offenen und freien Gesellschaft, im Sinne der Menschen auch entfalten können, und das gilt natürlich auch für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung, sind wir als Politik aufgerufen, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dem Urheberrecht und seiner Weiterentwicklung für das digitale Zeitalter kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Nicht ohne Grund hat sich das EFI-Gutachten damit ausführlich auseinandergesetzt. Die Koalition hat mit der Entfristung der Wissenschaftsschranke im Urheberrecht im vergangenen Jahr einen ersten wichtigen Schritt getan. Die immer wieder verlängerte Befristung des § 252a, der Erlaubnis, kleine Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes für Lehrveranstaltungen elektronisch zu nutzen. Diese Befristung hat Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen verunsichert und in der Entwicklung einer digitalen Lehr- und Lernkultur gebremst. Die endgültige Entfristung hat den Einrichtungen endlich eine gewisse Planungssicherheit gegeben. Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ist damit aber noch nicht erreicht worden. Und deshalb muss nicht nur die Abwägung eines gesellschaftlichen Interesses mit den Belangen der Urheber bei der Entwicklung eines modernen Urheberrechts unser Ziel sein. Für seine Akzeptanz, für seine Anwendbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit ist es vor allem wichtig, dass dieses moderne Urheberrecht auch klar und verständlich ist. Es ist wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen, aber vor allem Lehrende und Lernende urheberrechtsgeschützte digitale Inhalte rechtssicher nutzen können. Für Letztere benötigen wir so auch die Empfehlung des EFI-Gutachtens, eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu bereits vereinbart, das Urheberrecht an die Erfordernisse und Herausforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Und mit der digitalen Agenda der Bundesregierung wurde dieses Vorhaben nochmals bekräftigt und bestätigt. Wir dürfen jetzt erwarten, dass die Bundesregierung im Jahr 2016 einen Gesetzentwurf vorlegt. Für den freien Zugang zum Wissen dieser Welt, für seine Qualität, für den Informationsfluss und die Vernetzung von wissenschaftlicher Arbeit spielt es zudem eine wichtige Rolle, in welchem Rahmen und mit welchen Lizenzen vor allem wissenschaftliche Daten und Ergebnisse veröffentlicht werden. Publikationen und Daten, die aus überwiegend öffentlicher Förderung entstanden sind, müssen, so meinen wir, der Öffentlichkeit auch zugänglich sein, frei zugänglich sein. Wir diskutieren das unter dem Begriff Open Access und arbeiten dazu an einer umfassenden Strategie. Wir hatten erst vor kurzem in der Fraktion ein sehr aufschlussreiches Fachgespräch dazu. Die Bundesregierung nennt in ihrer Stellungnahme zahlreiche weitere Vorhaben und Maßnahmen der digitalen Agenda, die die Innovation und die Forschung im digitalen Bereich fördern. Das EFI-Gutachten macht aber eines zu Recht deutlich: Die schönsten politischen Vorhaben sind nur dann was wert, wenn ihre Umsetzung begleitet und überprüft werden kann. Monitoring nennt man das wohl auf Neudeutsch. Ich kann das nur unterstreichen: Die Information der Öffentlichkeit, der öffentliche Diskurs und auch ein Monitoring für die digitale Agenda sind zum einen deshalb unentbehrlich, weil ja nahezu jedes ihrer Handlungsfelder und ihrer Maßnahmen zahlreiche Lebensbereiche betrifft und deshalb eine Vielzahl von politischen Ressorts und meist auch mehrere politische Ebenen. Gerade in den Handlungsfeldern der Digitalisierung schreitet zudem die technologische Innovation stetig und mit riesiger Geschwindigkeit voran. Aber die gesellschaftlichen Implikationen dieser technologischen Entwicklungen stellen sich erst nach und nach heraus. Auch deshalb ist es durchaus sinnvoll, die Maßnahmen der digitalen Agenda und ihre Fortschritte der Öffentlichkeit bekannt zu machen und zur Diskussion zu stellen. Ich muss aber auch sagen, das Monitoring der Arbeit der Regierung, es ist Aufgabe des Parlaments, so glaube ich oder so ähnlich steht es in der Verfassung. Und insofern ist es ganz richtig,
dass der Ausschuss Digitale Agenda, dem ich neben dem Bildungsausschuss angehöre, den Prozess der digitalen Agenda der Bundesregierung begleitet und die Fortschrittsberichte der Regierung auch regelmäßig diskutiert. Diese Fortschrittsberichte liegen der Öffentlichkeit übrigens vor, aber ich muss einräumen, ihre Lesbarkeit und ihre Eignung für ein professionelles Monitoring sind entwicklungsfähig. Dazu kommt, dass unsere Beratungen dieser Fortschrittsberichte nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, was wir von der SPD-Fraktion sehr bedauern. Und das nicht nur, aber auch, weil die Fortschritte der digitalen Agenda der Bundesregierung sich durchaus nicht zu verstecken brauchen. Vielen Dank. Philipp Lengsfeld hält nun das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Teil der Debatte war mir ein bisschen zu negativ, denn insgesamt steht Deutschland als Forschungsland sehr gut da. Das bestätigt uns die EFI-Analyse ausdrücklich. Und das hat viel zu tun mit der Politik der Bundesregierung, die seit nunmehr 10 Jahren einen klaren Schwerpunkt auf Forschung und Innovation setzt. Dafür mein ausdrücklicher Dank. Aber ich möchte heute hier als Unionspolitiker in einer Bildungsdebatte, ist es ja nicht immer so, auch Positives über die Bundesländer sagen. Denn auch auf Länderebene setzt sich das gute Bild fort. Ich empfinde es jedenfalls so. Nicht nur in den traditionell industriestarken südlichen Bundesländern, sondern zum Beispiel auch in meinem Land hier in Berlin haben wir starke Daten. Bei der Hauptkennzahl liegt Berlin direkt hinter Baden-Württemberg übrigens auf Platz 2 mit einem Anteil von 3,5% des Bruttoinlandsproduktes als Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Damit haben wir das 3% oder sogar das 3,5% Ziel für Strategie Europa 2020 schon erreicht. Und der föderale Wettbewerb stärkt das System. Denn exzellente Forschung und Innovation ist ja nicht nur gute Wirtschaftsförderung, sondern sehr oft auch gute PR. Und da achten natürlich die Länder ganz besonders stark drauf. Deshalb trage ich heute in dieser Debatte den Schlips des Naturkundemuseums Berlin und Instituts der Leibniz-Gemeinschaft, wo gestern die Präsentation des sensationellen T-Rex Tristan Otto, ein Forschungsobjekt, eröffnet wurde. Deutschland steht gut da. Trotzdem müssen wir unser Forschungsportfolio ständig überprüfen. Da bin ich ganz bei den Grünen, ziehe aber andere Schlussfolgerungen. Denn für mich ist eine exzellente Plasmaphysik natürlich Teil unseres Forschungsportfolios. Und wir haben ja tolle Nachrichten von unserem Großexperiment Wendestein 7x bekommen, einem Gemeinschaftsprojekt von Max Planck und Helmholtz. Und liebe grüne Innovationsskeptiker, Plasmaphysik ist ja nicht nur Fusionsenergie. Plasmaphysik ist mehr als Fusionsenergie. Und wichtig ist es, lieber Herr Gehring, nicht, dass man anders forscht. Ja, das kann gut sein. Wichtig ist, dass man wirklich Weltspitze ist. Und das ist der Wendestein 7x ohne alle Frage. Und um arbiträr ein weiteres Beispiel zu nennen, eine exzellente Astronomie gehört für mich auch dazu, insbesondere wenn sie fachübergreifend das Thema Big Data beinhaltet. Astronomie. Stichwort fächerübergreifend und Stichwort gutes Portfolio. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, von welchem Projekt ich rede. Kümmern Sie sich mal ein bisschen um die Forschungslandschaft in diesem Land, dann wüssten Sie es. Stichwort fächerübergreifend, Stichwort gutes Portfolio. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Abgeordnete mit manchen ausgewählten Projekten intensiver beschäftigen. Man kann aber am konkreten Beispiel auch einiges lernen. Und ich habe mich in den letzten 2 Jahren sehr intensiv mit dem Projekt virtuelle Rekonstruktion des Fraunhofer EPK hier in Berlin beschäftigt. Eine echte Weltinnovation. Ein Projekt, das seinen Ursprung in der Erinnerungsarbeit der Rekonstruktion handzerrissener Akten des Ministeriums für Staatssicherheit hat, welches aber in seiner Qualität und Bedeutung mittlerweile weit über den Ursprungsauftrag hinausragt. Übrigens auch ein Zeichen einer echten Innovation. Leider ist nach erfolgreichem Proof of Concept die zweite Projektphase nicht vollständig ausfinanziert. Ein Fehler, den wir in Deutschland übrigens häufiger machen. Wir machen den ersten Schritt und dann gehen wir leider nicht weiter und fahren den Erfolg ein. Ich sage aber ganz deutlich, dass wir, die Unterstützer dieses wichtigen und hochinteressanten Projekts, weiterhin für eine Fortführung kämpfen werden. Und ich bin optimistisch, dass wir eine Lösung finden. Und dies ist letztendlich auch eine übergreifende Forschungserkenntnis. Echte Innovationen kommen nicht von selber oder werden einfach mal so in Auftrag gegeben,
sondern müssen oft gegen hartnäckige Widerstände oder Desinteresse durchgesetzt werden. Die Geschichte unseres Nobelpreisträgers Stefan Hell ist ja hier sehr eindrücklich. Dies sollten wir in Deutschland, Stichwort Forschungsfreiheit, nie vergessen. Lassen Sie mich noch mal ein Wort zum internationalen Wettbewerb sagen, denn es klang ja hier heute auch schon an, die Konkurrenz schläft nicht. Und wir dürfen uns nicht auf Erfolgen ausruhen. Also schauen wir auf den für die Forschung überragend wichtigen Indikator, nämlich die Fachpublikationen, die im EFI-Gutachten ausführlich beschrieben sind. Hier ist zunächst festzustellen, dass bei den Fachpublikationen der deutsche Anteil weltweit im Zeitraum 2003 bis 2013 gesunken ist. So bedauerlich dies einerseits ist, so nachvollziehbar ist aber dieser Trend angesichts massiver Bemühungen aus China, aber auch Brasilien, Indien und anderen aufstrebenden Ländern, ihre eigene Sichtbarkeit in der Fachwelt zu erhöhen. Aber sehr erfreulich ist ein anderer Wert. Die Qualität der deutschen Publikationen, gemessen am Indikator internationaler Akzeptanz, hat nämlich im ähnlichen Zeitraum deutlich zugenommen und ist aus dem Negativen ins Positive gedreht. Ein sehr wichtiges Signal, das finde ich sehr gut. Die EFI spricht aber bei Fachpublikationen, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, trotzdem von einem insgesamt gemischten Bild, da sich ein weiterer Qualitätsindex die zeitschriftenspezifische Beachtung etwas verschlechtert hat. Wir sehen also, dass wir es mit komplexen Vorgängen zu tun haben, wo es nicht immer die eine einfache Antwort gibt, liebe Grüne. Und gerade wegen dieser Vielschichtigkeit der Bewertung langfristiger Trends finde ich solche detaillierten Gutachten wie das EFI-Gutachten so wichtig, damit wir unseren Kurs permanent überprüfen und verbessern können. Zum Abschluss möchte ich mit Blick auf Deutschland noch mal eine Zahl erneut wiederholen, denn es ist mir hier ein bisschen zu locker flockig erledigt worden. Seit 2005 sind die Investitionen des Bundes in Forschung und Entwicklung um fast 6 Milliarden Euro gestiegen. Ein Zuwachs von 65%. Mehr als beachtlich. Und es war richtig und wichtig, und diesen Weg müssen wir weitergehen. Die internationalen Vergleiche zeigen aber auch, dass andere Länder nicht nachstehen. Und es geht nicht nur um Geld, das klang ja heute auch an. Es geht auch um gesellschaftliche Wertschätzung. Und die Union als die Forschungspartei Deutschlands hat richtige und notwendige Weichenstellungen vorgenommen für den Erhalt und die Stärkung unserer Innovationskraft und unseres Wohlstandes müssen wir diesen Trend aber gemeinsam auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Dafür werbe ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Philipp Lengsfeld hat für die Unionsfraktion noch einmal betont, um wie viel die Forschungsetats in den vergangenen Jahren gewachsen sind. Das reicht noch nicht ganz, sagt die Expertenkommission Forschung und Innovation. Bis zum Jahr 2020 muss da noch ein wenig was draufgelegt werden. Der nächste Redner und damit auch der letzte Redner in dieser Aussprache zum Thema technologische Leistungsfähigkeit Deutschlands ist Rainer Spiering für die SPD-Fraktion. Dass fast 3% vom BIP sind. Und wenn man die absoluten Zahlen der Bundesrepublik Deutschland sieht, dann sind 3% vom BIP eine unglaublich hohe Menge Geld für Forschung und Entwicklung. Und ich finde, da kann sich dieses Land wirklich freuen, dass die Möglichkeiten da sind, um das zu tun. Und ich finde, das wird im EFI-Gutachten bei aller möglichen Kritik auch deutlich, dass das einfach eine gewaltige Leistung ist. Ich möchte eine Stelle aus dem EFI-Gutachten zitieren, und da geht es um die additive Fertigung. Und da steht, additive Fertigung im Bildungssystem verankern. Kompetenzen für die Nutzung von AF sollten im gesamten Ausbildungssystem vermittelt werden. AF-Technologien sollten nicht nur an Hochschulen, sondern auch in der beruflichen Ausbildung und in der dazugehörigen Schulen flächendeckend eingesetzt werden. Bevor jetzt der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin auf die Idee kommt, das sei Länderangelegenheit, sei gleich gesagt, das ist falsch. Die Ausstattung, die Einrichtung der Schulen ist reine kommunale Angelegenheit. Querverweise auf Länder sind nicht gestattet, weil sachlich falsch. Und da geht jetzt auch meine Aufforderung hin. Wenn wir die Schnittstelle in Deutschland zwischen Forschung und Entwicklung, und das ist die berufliche Anwendung mit der beruflichen Ausbildung. Wenn wir die einstellen wollen auf die Anforderungen des Systems, und die sind Ihnen alle bekannt,
Smart Mobility, Smart Building, Smart Product, Smart Factory, Smart Logistik. Alle diese Schlagworte sind in Deutschland immer elementar verbunden mit dem dualen Berufsausbildungssystem Deutschland. Und das ist der Weltwirtschaftserfolg, den wir haben. Und nur wenn wir diese Schnittstelle erhalten, nur wenn wir das System, das zugelagert zur Hochschule und nicht nachgelagert, wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir auch in dem beruflichen Ausbildungssystem die Aktivität steigern müssen, die wir an den Hochschulen bereits gezeigt haben. Und nochmal, Querverweis auf die Länder ist sachlich falsch. Wir werden uns also Gedanken darüber machen müssen, als Bundesgesetzgeber, wie wir über Einflussnahme aufs Berufsbildungsgesetz, aber auch über kommunale Stärkung dafür Sorge tragen, dass die berufsbildenden Schulen in Zukunft dazu in der Lage versetzt werden, diese unendlich hohe Aufgabe auszufüllen. Was brauchen wir an den zukünftigen berufsbildenden Schulen, damit wir den Technologieumsatz leisten können? Wir brauchen hochleistungsfähige CAD/CAM-Systeme. Wir brauchen hochleistungsfähige Systeme, Softwaresysteme, um alles das, was wir für die Programmierung von Werkzeugmaschinen auch direkt an die Schülerinnen und Schüler bringen können. Alles das werden wir leisten müssen. Wir werden die Lehrerinnen und Lehrer an den Hochschulen dafür ausbilden müssen, damit sie pädagogisch dazu in die Lage versetzt werden, das zu transferieren. Wir werden also im Bereich der Hochschulausbildung der Lehrer deutlich mehr tun müssen. Und ich glaube, wir wollen das auch tun. Wir als Deutschland haben eine Riesenchance über Industrie 4.0. Das EFI-Gutachten beschreibt das über den Begriff der additiven Fertigung exemplarisch. Und gerade im Bereich der additiven Fertigung, René Röspel hat das sehr schön beschrieben, mit Einzelteilfertigung. Aber dann muss ich die Leute vor Ort haben, die das vor Ort handwerklich bei der Nutzung von vorhandenen Systemen können. Und deswegen kann ich dieses Hohe Haus nur dazu auffordern, dem Teil der beruflichen Bildung sowohl an den Schulen als auch den Hochschulen deutlich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und dann bin ich mir sicher, wird Industrie 4.0 für Deutschland eine große Erfolgsgeschichte. Frohe Weihnachten.